Ja, hallo. Also, dieses Video ist gedacht für Leute, die noch nie mit einem Linux-Rechner gearbeitet haben, sich leidlich mit Windows auskennen und jetzt einfach mal schauen wollen, ob sie mit Linux zurechtkommen. Wir haben hier vor uns eine virtuelle Maschine mit dem aktuellen Linux Mint. Das ist die Version 20.3. Das sehen wir ja hier. Und das hier ist der Begrüßungsbildschirm, der nach dem Einloggen erscheint. Die ganzen Probleme, die man haben kann, wenn man irgendeine Hardware hat, irgendeinen Laptop, Desktop-PC, was auch immer, und versucht dann sein erstes Linux selber zu installieren. Diese Probleme, die lassen wir mal außen vor. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass eine lauffähige Maschine da ist. Wenn man anfängt mit Linux, kann es sein, dass einem das gelingt, problemlos. Es kann aber auch sein, so wie in meinem Fall, dass man sich einen neuen Rechner kauft, den man eigentlich von vornherein nur für den Einsatz mit Linux benutzen will und muss dann erstmal drei Linux-Distros ausprobieren, bis die ganze Sache funktioniert. Ich denke auch, dass das ein großes Hindernis ist, wenn man nicht mit einem speziellen Ziel und einem starken Bedürfnis, Linux einzusetzen, an die Sache rangeht, wenn man im beruflichen Umfeld aus irgendeinem Grund gezwungen ist, Linux einzusetzen, dann haben wir da ganz andere Voraussetzungen. Und dieses Video, der ist für Leute gedacht, die jetzt nicht diesen Druck im Businessumfeld haben, sondern es ist gedacht für Leute, die, wie gesagt, Erfahrung haben mit Windows-Rechnern, sich da ganz gut zurechtfinden und jetzt einfach mal sehen wollen, könnte Linux was für mich sein. Okay, die einzelnen Linux-Distributionen unterscheiden sich in technischen Details, die gerade für den Einsteiger sich maßgeblich auswirken können. Linux Mint ist im Grunde genommen ziemlich straightforward und ziemlich glatt durchkonstruiert für den Endanwender und auf dieser Schiene will ich auch dieses Video aufbauen. Ich will mich jetzt auch kurz fassen und einfach mal die ersten grundlegenden Schritte zeigen, die man jetzt auf so einer neuen Maschine tut. Das, was wir jetzt sehen, ist eine Linux-Installation, die sozusagen out of the box stattgefunden hat. Man geht, das kann ich ja hier zeigen, gehen wir einfach mal hier zu Linux Mint und haben dann hier gleich den Download-Button. Und ich entscheide mich, wenn ich Linux Mint einsetze, immer für die XFCE-Edition, weil der Desktop da am wenigsten Probleme macht, einfach funktioniert. Es ist nicht der schönste, das mag sein. Aber es geht um Funktionalität und nicht um Schönheit jetzt. Im Moment für mich jedenfalls. Wer anfängt jetzt über kosmetische Dinge nachzudenken, der ist jetzt auch beim falschen Video gelandet. Okay, also diese Edition hier habe ich runtergeladen und sozusagen in einem Rutsch installiert. Alles, was ich angepasst habe, war Zeitzone und deutsche Tastatur, also die zwei, drei, vier kleinen Sachen, die man eben entscheiden muss bei der Installation. Danach gab es einen Reboot. Was ich dann noch gemacht habe auf dieser Maschine, ich habe die sogenannten Guest Editions installiert, weil diese virtuelle Maschine läuft unter Oracle Virtual Box. Aber das spielt jetzt eigentlich keine große Geige. Ansonsten ist nämlich das System jetzt so, wie es sich für den Anwender darstellt, sozusagen out of the box. So kommt es daher.
Das Häkchen hier, das lassen wir mal stehen. Da kommen wir vielleicht später noch drauf zurück. Ich mache den Bildschirm mal klein. So, und das Erste, was man wissen will, ist leerer Bildschirm. Was jetzt? Wie kann ich produktiv werden? Das ist bei Linux Mint ziemlich einfach gestaltet. Wir gehen hier unten links auf diesen Startbutton. Also unter Windows heißt das Ding ja so. Und dann haben wir hier dieses schön aufgeräumte Menü. Und die bereits installierten Anwendungen, und man sieht, das sind eine ganze Menge, die sind hier so ein bisschen unterteilt, sodass man sich ein bisschen leichter zurechtfindet. Und unter dem Stichwort Office finden wir hier beispielsweise, Moment, schon muss ich mal gucken, den Writer. Dieser LibreOffice Writer entspricht von seinen Funktionen her Microsoft Word. Und wenn ich den mal starte, dann präsentiert er sich so. Und also erstens mal haben wir hier immer diese Tipps. Man kann auch hier den Haken lassen, macht das Fenster mal weg und kann jetzt sofort losschreiben. Also die Applikationen, die wir hier in diesem Office-Paket haben, ob das jetzt also der LibreOffice Writer ist oder ob es, Moment hier, oder ob es zum Beispiel das LibreOffice Calc ist. Diese Applikationen präsentieren sich so, wie man es kennt. Also das ist, sage ich mal, eine Standard-GUI, in der man sich zurechtfindet. Jetzt gibt es natürlich in den Funktionen Unterschiede gegenüber dem, was Microsoft so in die Welt gesetzt hat. Aber prinzipiell haben wir hier eine Umgebung, die uns doch sehr bekannt vorkommt. Und dass man sich jetzt in die Details, in die Menüs ein bisschen einarbeiten muss, ist klar. Aber ich denke, wenn man das jetzt schon mal gesehen hat, dann weiß man, dass praktisch nach dem relativ einfachen Installationsvorgang von Linux Mint, zumindest was den Office-Bereich angeht, die Arbeit praktisch sofort beginnen kann. So, was mir gerade gut zu Pass kommt, ist Folgendes. Wir haben hier eine kleine Veränderung gerade auf dem Desktop, und zwar ist hier unten so ein grüner Punkt erschienen. Ich hoffe, man kann das sehen, dass ich hier mit der Maus wackel. Und hier ist so ein Symbol für das Update-Programm, und der grüne Punkt zeigt uns an, dass hier Updates vorliegen. Ich habe da jetzt draufgeklickt und jetzt kommt der Update-Manager hoch. Wir haben die anstehenden Updates hier gelistet und brauchen jetzt nur auf Install Updates zu drücken. So, und in dem Fall brauchen wir jetzt die Administratorrechte, und der Linux heißt der Administrator Root. Das müssen wir aber im Moment noch gar nicht wissen. Und dieses Passwort, das hier eingegeben werden muss, ist das gleiche wie das User-Passwort, das man am Anfang der Installation festgelegt hat. Das habe ich jetzt hier eingegeben. Ich hoffe, ich habe keinen Tippfehler gemacht. So, das hat geklappt. Jetzt lädt er die Pakete runter. Ich habe das System unter englischer Sprache aufgesetzt, weil dann die Kommunikation einfacher ist. Das vielleicht so am Rande. Wer also des Englischen hinreichend mächtig ist, der tut sich eigentlich einen Gefallen damit. Wenn er ein englisches System aufsetzt, dann kann man Fehlermeldungen direkt in den Browser kopieren und nach Lösungen suchen und kann dann auch mit den entsprechenden Begriffen viel, viel besser in den Foren Antworten bekommen für sein spezifisches Problem.
Die deutsche Nutzergemeinde ist nun mal, naja, schon von nennenswertem Umfang, klar, aber man tut sich doch leichter, wenn man sozusagen den halben Erdball ansprechen kann und dementsprechend ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass man schnell eine Antwort bekommt, auch höher. So, jetzt hat er also dieses Update hier gemacht. Und wir kriegen jetzt hier oben einen blauen Balken zu Gesicht. Und da steht, do you want to switch to a local mirror? Das heißt, wenn diese Updates gezogen werden, dann wendet sich das System erstmal an, ja, ich will mal sagen, an die Default-Server, auf denen die Repositories liegen, also die Software-Sammlungen und Programmpakete, die für Linux Mint bereitstehen. Und diese Default-Server, die können aber geografisch ungünstig liegen. Wenn die jetzt zum Beispiel in den USA sind, dann ist es für einen Deutschen nicht ganz so praktisch. Die Ladezeiten verlängern sich etc. In dem Fall können wir einfach sagen, jawohl, yes, gute Idee. Wir passen das mal an, damit wir hier mit den lokalen Servern arbeiten können. Dann geht das alles schneller vonstatten. Jetzt müssen wir leider wieder das Passwort eingeben. Also dieses Super-User-Passwort oder Root-Passwort oder Administrator-Passwort, was man da braucht. Wie gesagt, ist identisch mit dem User-Passwort und man muss es leider an diesen Stellen öfter mal eingeben. Da muss man in den sauren Apfel beißen. So, jetzt haben wir hier oben nämlich als Main-Server einen Rechner, der heißt linuxmint.com und der ist in den USA, wie ja die Flagge hier schon zeigt. Und wenn wir da jetzt draufklicken, dann bekommen wir ein Fenster, indem er jetzt alle möglichen Server abklappert, auf denen die Daten bereit liegen. Und wir kriegen diese Server jetzt so sortiert, dass der am schnellsten antwortende Server immer oben steht. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man schon, wer die üblichen Verdächtigen sind. Das sind nämlich beispielsweise die RWTH Aachen, die oft ganz oben dabei ist, dann die Funkfreunde Landshut, die Universität in Erlangen-Nürnberg und vor allen Dingen auch die Hochschule Esslingen. Also das sind sehr gute Server mit guter Anbindung und weil ich Webglobe nicht so gut kenne und ich dann lieber auf das gehe, was ich schon mit Erfolg ausprobiert habe, dann nehme ich dann die RWTH Aachen und sage Apply. Und jetzt ist die hier oben eingetragen, sodass man also jetzt für die als Main Mirror hier einen schnellen Server in der Nähe haben. Okay, und dann gehen wir zur Basis. Auch hier wieder Sortierung nach Geschwindigkeit. Und da ist es ganz gut, wenn man da mal ein paar Sekunden wartet. Und wie eben schon gesagt, die Esslinger sind oben mit dabei, sind sogar flotter unterwegs als die Öscher, aber nicht viel. Also gehen wir auch da wieder nach Aachen, sagen Apply. So, jetzt hat er das gemacht und wenn wir jetzt OK drücken, dann macht er ein Update seines Caches. Der Cache ist praktisch eine lokale Verzeichniskopie, sodass er in einer lokalen Datei überprüfen kann, was liegt an Software vor, was ist aktuell, was kann man reinholen. Und diese Verzeichniskopie, die wird immer frisch reingeholt. Also jedes Mal, wenn man hier diese Server ändert, dann wird dieser Cache aktualisiert. So, wir können das ja kurz durchgucken hier.
Das ist das Fenster Software Sources, also Softwarequellen. Und da haben wir hier zum Beispiel die CD-ROM noch eingetragen. Benutzt wahrscheinlich kaum noch jemand, deswegen ist das hier auch gar nicht angewählt. Dann gibt es hier noch eingetragene Schlüssel, sind aber keine hinterlegt. Und dann gibt es hier noch spezielle Punkte für die Wartung des Systems. Das braucht man jetzt aber auch nicht anzugucken. So, jetzt kann man hier nochmal Refresh drücken, dann guckt er nochmal nach, ob alles in Ordnung ist, ob wir alles haben. So, und alles ist gut. Ein wichtiger Punkt ist noch folgender, und zwar gibt es hier im Update Manager unter Edit dieses kleine Menü. Und wenn ein größeres Update anliegt, so eine Art Systemupdate von Linux Mint, zum Beispiel Wechsel von Linux Mint 20.2 auf 20.3, dann erscheint hier ein extra Menüpunkt, der darauf hinweist. Und dann kann man den anwählen und dann das System updaten und auf den neuesten Stand bringen. Die Updates, die wir gerade eben gesehen haben, waren halt applikationsabhängige Updates. Und darüber hinaus gibt es eben noch die systemweiten Updates. Okay, also so viel dazu, wie das System mit einer kleinen Unterstützung des Anwenders sich selber aktuell hält. So, und ich denke, als ein erster Einstieg ist das schon mal ganz okay. Wir wissen also, was sich hier alles so verbirgt unter diesem Menü. Wir haben eben hier Grafikanwendungen, wir haben, naja, Education, LibreOffice Math, was das jetzt da so einzeln rumfliegt, keine Ahnung. Also das kann man alles erforschen, alles mal aufrufen, ausprobieren, gucken, wie die Sachen funktionieren. Und das ist ja alles ziemlich einfach zu eruieren. Was noch wichtig ist, ist Folgendes. Wir haben hier das Systemmenü. Da gibt es zum Beispiel so interessante Dinge wie den Analysator für die Plattenkapazität. Da sehen wir hier eine Festplatte. Und wir sehen, so wie das System ausgestattet ist, belegt es ungefähr 10 Gigabyte. Mehr ist es nicht. So, und wenn man jetzt mehr Platten hat, dann ist der Anblick da auch interessanter. So, dann gibt es hier noch den Driver Manager, das ist ganz wichtig, und zwar ist der relevant, wenn man eine Hardware einsetzt, die nicht direkt von freier Linux-Software unterstützt wird. Das ist auf diesem virtuellen System hier der Fall, aber typischerweise installiert man hier die Treiber für die lokale Grafikkarte. Also viele Grafikkarten sind out of the box unterstützt, da muss man nichts unternehmen, da braucht man in diesem Driver Manager auch keine speziellen Aktionen vorzunehmen. Aber wenn man beispielsweise ein System hat mit einer Nvidia-Karte, dann bietet der Driver Manager automatisch den korrekten, passenden Treiber an. Okay, also automatisch soweit vorhanden. Dazu wage ich keine Aussage zu machen. Also ich habe auf, ich weiß nicht, also auf mindestens fünf, sechs verschiedenen Rechnern hier zu Hause Treiber für Nvidia installieren können über diesen Driver Manager. Und das ist im Grunde genommen eine ganz einfache Geschichte. Man hat
dann einen freien Treiber hier stehen. Das ist für Nvidia der sogenannte Nouveau-Treiber und darüber dann ein oder zwei Alternativen von Nvidia. Das sind dann proprietäre Treiber mit Closed Source, das heißt, der Quellcode ist nicht offen und die Wartung obliegt einzig und allein Nvidia. Und man markiert einfach den Treiber, den man benutzen will, sagt applizieren und der Rest geht automatisch. Und wenn man Glück hat und alles gut geht, läuft das System mit dem Nvidia-Treiber danach einwandfrei. Gut. Dann schauen wir mal, was da jetzt noch Wichtiges ist. Wir haben also hier, ich rufe da jetzt nichts mehr auf, dass ich zum Schluss komme, erstmal hier mit diesem ersten Teil. Wir haben hier einen Software Manager und einen Synaptic Package Manager. Das sind zwei Einrichtungen, mit denen man Software schön komfortabel auswählen kann und durch Anklicken installieren kann. Das kann sehr praktisch sein, aber es ist bei weitem nicht der bedeutsamste Weg, den man als versierter Linux-Anwender wählt, um Software zu installieren. Aber man kann das durchaus tun. Allerdings sollte man auf ein, zwei, drei Dinge achten, aber über die reden wir dann im nächsten Video. Gut, dann kann man hier noch Zeit und Datum einstellen. Hier auch diesen Update-Manager aufrufen. Das geht aber auch über das Icon unten rechts, wie wir eben gesehen haben. Dann kann man hier weitere Benutzer und Gruppen anlegen. Warum da unten die VirtualBox versteckt ist, weiß ich nicht. Die gehört da eigentlich gar nicht hin. Und dann gibt es hier ein großes Menü, Settings, wo man das System bis ins Detail feintunen kann und so gestalten kann, wie es einem selber am besten gefällt. Aber das sind so ein bisschen fortgeschrittene Dinge. Wie gesagt, das ist dann Stoff für die nächsten ein, zwei, drei Videos, je nachdem. Gut, und eins will ich noch kurz zeigen. Das ist hier das Menü Internet. Da findet sich vorinstalliert der Firefox. Ein Chatprogramm, ein Mailprogramm, der Thunderbird, den ich besonders gern benutze, der mir auch viel, viel mehr Spaß macht als Outlook beispielsweise. Und dann hier noch eine schicke Sache, die Web-Apps, aber das führe ich mal in einem eigenen Video vor. Das finde ich ganz schnucklig. Gut, dann soll es das gewesen sein für heute. Und dann, falls ihr schon dabei seid, ein Linux-System auszuprobieren, dann wünsche ich viel Erfolg und viel Spaß. Und ja, verweise mal auf die Videos, die da noch kommen werden zu dem Thema und sag dann mal Tschüss, viel Spaß beim Computern, macht's gut, bye bye.